10.10 Uhr, willkommen. Im Pad wurde schon geschrieben. Willkommen zur 147. Fraktionssitzung. Wenn bald die 150 voll, machen wir was Besonderes? Ja, Brötchen. Brötchen, okay. Ich dachte, auf dem Tisch tanzen oder so. Gut, fangen wir an. Mit Top 0, Genehmigung des Protokolls vom letzten Mal. Gibt es dazu Anmerkungen, Einwände, Fragen? Keine. Dann frage ich, ist jemand gegen die Genehmigung des Protokolls von der letzten Sitzung? Das ist nicht der Fall. Möchte sich jemand enthalten? Auch nicht. Dann ist das einstimmig angenommen. Kommen wir zu Top 1. Wir sind 15 MDL. Damit sind wir beschlussfähig. Dann müssten wir abstimmen über nicht öffentliche Teile. Der Hartmut hat einen Bericht von 5 Minuten angemeldet. Ich möchte 2 nicht öffentliche Teile anmelden, und zwar einmal 1/4 Stunde strategisch und einmal 10 Minuten Personal. Strategisch ist das, ne? Oder? Ja. Olaf. Ja. Wie lange? Ja, auch 15 Jahre. Ich weiß nicht, wie sehr sich das wieder entfaltet. Aber 15 Minuten. Gut, Olaf auch nochmal strategisch. 10 Minuten. Sind wir zusammen bei 40. Dietmar? Frage nur, ist in deinem strategisch meine Bitte um Informationen wenigstens im Hinblick auf die Formalien der Plenarsitzordnung enthalten? Nein, können wir auch noch drüber reden. Okay. Nochmal 5 Minuten. Sind wir bei 1/4 Stunde. Möchte jemand diese runde Zahl kaputt machen und auch noch was anmelden? Ja, das war wertend, oder? Das war wertend. Gut. Ich schlage vor, wir machen 1 Stunde draus. Genau. Dann haben wir noch 1/4 Stunde Puffer. Also 1 Stunde nicht öffentlicher Teil ab 12.30 Uhr. Gibt es da noch mehr Anmeldungen? 12.30. Nein. Ist jemand gegen das Abhalten von 1 Stunde nicht öffentlichem Teil am Ende der Sitzung? Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann machen wir das so. Kommen wir zu Top 2. Bericht der Pressestelle. Mario. Die letzte Woche war von reaktiver Pressearbeit geprägt. Sprich, wir haben Presseanfragen bekommen, bearbeitet, ganz normal abgearbeitet. Wir haben für Moni und Simone die Einladung zum Jugendlandtag verschickt und alles abgearbeitet, was so kam. Seit gestern ist Jens dankenswerterweise wieder da. Und jetzt kann ich auch das lernen, was ich bisher noch nicht lernen konnte. Am Samstag waren wir beim Fahrscheinfreitag in Essen. Die Veranstaltung ist gut gelaufen und hat auch Nicht-Piraten erreicht. Das wird weitergehen, dazu können wir später noch was sagen, also nicht heute. Jetzt fürs Plenum haben wir A, etwas, was im strategischen Teil geht, und B, etwas mit Olli. Das ist das, was ich für diese Woche geplant habe, aber da kann Olli jetzt oder später was zu sagen. Das ist der Schwerpunkt in dieser Woche, wenn ich nichts vergessen habe. Und natürlich werden wir in dieser Woche zu unseren Anträgen Pressemitteilung machen zum Plenum. Das ist aber normal. Zur aktuellen Stunde, die wir beantragt haben, würde ich gerne noch ein Gespräch mit dem Abgeordneten Herrmann führen. 4 Augen. Damit hätten wir die Stunde. Wir haben gerade noch mal über die Breitband-EPK gesprochen, aber da haben wir intern noch keine Lösung gefunden in der Pressestelle. Intern in der Pressestelle, wie wir damit umgehen wollen. Fragen, Anmerkungen, Ideen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 3. Bericht des Fraktionsgeschäftsführers Hartmut, bitte. Mit Mikro, bitte.
Wir haben letzte Woche ein Gespräch zu den Car-Office-Einsätzen geführt mit der Agentur und auch mit Harald Franz und Manfred Schramm und Tina und Mario war auch kurz dabei. Es geht darum, dass wir den Plan noch weiter optimieren wollen, die Information insbesondere der Piraten vor Ort, auch der Stammtische noch ein bisschen optimieren wollen. Ein bisschen ist gut, also soweit es irgendwie geht. Und zum anderen wollen wir die Planung der Termine bis zur Sommerpause jetzt sehr zügig festgelegt haben, sodass auch jeder Bescheid weiß, wann wir wo sind. Diese Woche sind wir in Wuppertal. Das ist ja schon der zweite Termin in Wuppertal. Tut mir leid, hat nichts mit meiner Person zu tun. Ich komme zwar aus Wuppertal, bin aber nicht für zuständig. Finde ich aber trotzdem gut. Dann haben wir morgen Plenum live in Moers. Dann haben wir am Donnerstag sind wir in Münster. Und am Samstag treffen wir die Partei, Fraktion trifft Partei in Soest. Das sind die vier Einsätze diese Woche. Jugend, bitte. Jugendlandtag, da haben Gramp und ich, wir haben jetzt die Jutta beauftragt, dass sie das koordiniert. Das heißt nicht, dass alle anderen damit nichts zu tun haben, aber an einer Stelle muss das ja auflaufen, dass das koordiniert wird. Jutta ist leider krank, aber ich hoffe, dass sie, spätestens Ende der Woche auch wieder da ist. Dann habe ich der Fraktion die Veröffentlichung von Dienstleistungen und Auftragnehmern übermittelt. Da würde ich im nicht öffentlichen Teil noch zu einer Position etwas sagen, die wir nicht veröffentlichen wollen aus Datenschutzgründen. Das hat hier im Augenblick nichts verloren. Dann gab es gestern die Referentenrunde, gab es 5 Punkte, die habe ich allen mitgeteilt. Ich muss zu einem Punkt darauf hinweisen, was den Hinweis zu Marie und den Integrationsplan betrifft, muss es natürlich nicht heißen, eigene Anhörungen zu beantragen, sondern sich auf die Anhörungen vorzubereiten. Das möge man mir nachsehen. Das war's. Du schaffst es aber auch immer wieder so mitten im Satz und dann plötzlich sagst du, das war's und dann, na gut. Machen wir einfach Bericht aus den Kernarbeitskreisen. Vorstandsreferat. Wo sitzt da? Da drüben. Hab dich doch schon gesehen. Ja, wird kurz. Wir hatten gestern alle 4 Kernarbeitskreise, jedenfalls formal. Im Kernarbeitskreis 1 haben wir über... Habe ich kurz, da gab es die Frage nach dem E-Domini-Aufenthalt von Nico und mir. Da habe ich kurz die Eindrücke geschildert und was da jetzt draus passiert. Und dann haben wir über eine Dreiviertelstunde über den Wahlsonntag gesprochen. Ja, war ein gutes Gespräch, gab wenig Falsches, was gesagt wurde, aber natürlich ergebnisoffen darüber geredet. Kernarbeitskreis 2, Transparenz, fand mit, glaube 3 Leuten irgendwie statt. Die haben das dann irgendwann abgebrochen. Kernarbeitskreis 3, Demokratie und Menschenrechte, saßen wir auch 20 Minuten zusammen, bis dann gut war. Und Kernarbeitskreis 4, wurde mir gesagt, ist ungefähr das Gleiche passiert. Danke. Dafür, dass alle Referenten an 2 teilnehmen müssen, kann das gar nicht sein. Kommen wir zu Top 5. Bericht zu den Fraktionsveranstaltungen Fahrscheinfreitag am 12.03. und KVT am 13.03.2016. Nee, das ist ein Wunsch. Wer möchte? Keine Ahnung. Mit dem Samstag. Ne? Ja. Ich fasse es kurz. Wir haben es wie geplant die Veranstaltung am Samstag durchgeführt, den Fahrscheinfreitag in Essen. Wir haben rund 60 Teilnehmer gehabt, die bei der Veranstaltung von der PIKO und uns dabei waren. Wir haben zwischenzeitlich in 2 Workshops das unterteilt, hatten Vorträge zum Thema Bus und Bahn fahrscheinfrei. Und es ging darum, dass wir das umsetzen können, dass das also Konzepte sind, die nicht mehr aus der Luft gegriffen sind, irgendeine komische Utopie oder eine interessante Idee, sondern dass das sozusagen reif ist. Es ging um den gegenseitigen Austausch und Briefings, wie man das jetzt machen kann, wie man eine Debatte starten kann, auch vor Ort. Deshalb waren ja auch viele kommunale Vertreter da, die teilweise ja schon angefangen haben, das Thema bei sich in der Kommune zu behandeln oder das noch vorhaben. Und natürlich erwächst aus der Veranstaltung jetzt
der Wille und die Pflicht, das weiter zu betreiben. Ja, wir saßen noch recht lange da, also die Leute sind nicht sofort abgehauen. Insofern gehe ich davon aus, dass das alles gut war. Das Feedback war auch gut. Noch jemand irgendwas zum Fahrschein Freitag? Dann zum Kommunalvernetzungstreffen am Sonntag. Toso. Ja, wir hatten das Kommunalvernetzungstreffen ja diesmal etwas kleiner aufgezogen. Zum einen mit Hinblick auf die erste Veranstaltung schon am Samstag, zum anderen aber auch, weil zuletzt zurückgespiegelt worden ist von den Teilnehmenden, dass es auch ein bisschen too much hier und da ist. Dementsprechend haben wir jetzt nur eine Linie Slots gefahren. Das ist sehr gut angenommen worden. Wir haben etwa roundabout 50 Besucher gehabt, was dafür dann auch völlig okay ist. Wir haben das Thema Integration und auch das Thema Kommunikation sehr stark bearbeitet. Der Erik Wallis hat da einen super Vortrag gehalten und die Frau Masur von Evedo hat unseren Kommunalen sehr, sehr gut mitgegeben, was für gesetzliche Regelungen es gibt für die Aufnahme von Arbeit für Geflüchtete und viele, viele kleine Fußangeln, die da zu beachten sind. War richtig gut. Ich kann jedem nur empfehlen, die sich die Videos, wenn sie online sind, auch anzuschauen. Das lohnt im Nachgang immer. Aber hier jetzt ganz besonders, weil viele Details und Fakten genannt worden sind. Leider konnte der zweite Slot-Referent konnte leider nicht kommen, der hat kurzfristig abgesagt. Wir hatten eine Selbsthilfeorganisation eingeladen, Jugend ohne Grenzen. So wie mir das kommuniziert worden ist, ist demjenigen, der da den Vortrag machen sollte, nahegelegt worden, dass er dafür keine Arbeitsgenehmigung bekommt. Auch nicht für eine ehrenamtliche Tätigkeit. Das zeigt an der Stelle mal einfach auch, wie erschreckend schlicht dieses politische System ist oder dieses politisch so gewollte System. War wirklich sehr bitter. Fand ich ganz schlimm. Ich habe den Slot dann übernommen und habe unsere Integrationspolitik einmal kurz dargelegt und habe dargelegt, warum es in Deutschland im Asylrecht niemals Obergrenzen geben darf. Im Endeffekt habe ich das gesagt, was Michel in seiner Rede schon zuletzt gesagt hat. Von daher ist wieder sehr gut angenommen worden. Das nächste KVT ist in Bielefeld im, weiß jetzt nicht, 23. oder 24.04. Zusammen oder am anderen Tag jeweils des Landtagsfraktionstreffens. Und da werden wir uns wahrscheinlich mehr in Richtung Open Data bewegen. Da gibt es aber jetzt das detaillierte Programm noch vor Ostern. Rückfragen immer gerne. Genau. Gibt es Rückfragen, Anmerkungen zum KVT? Wieso komme ich nicht ins Netz? Das ist nicht der Fall. Dann danke Toso, danke Olli. Kommen wir zur Vorbereitung der Plenarsitzung morgen. Das andere Pad aufmachen. So, Top 1. Wahl des 4. Vizepräsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen. Wie genau wir vorgehen, werden wir gleich im nicht öffentlichen Teil besprechen, gehe ich mal von aus. Ich habe es ja angemeldet. Gibt es da sonst noch irgendwie Anmerkungen zu? Das ist nicht der Fall. Dann zweitens Aktuelle Stunde, da machen wir einen FDP-Antrag. Da fehlt noch Referent, Redner, Zielrichtung. Finger zeigen auf dich, Dirk. Okay. Steht da jetzt nicht? Zielrichtung bitte nachtragen. In Zusammenarbeit mit. Vielleicht hast du auch den Antrag belacht, das kann ja sein. Ich kenne das nämlich ungefähr zum 100. Mal reden wir darüber, aber sei es drum. Dann drittens, Kriminalitätsbekämpfung intensivieren, verdachts- und ereignisunabhängige Personenkontrollen, Klammer auf, Schleierfahndung ermöglichen. Dirk redet, wir haben eine Zielrichtung. Viertens, gesetzlicher Mindestlohn ist gut für die Beschäftigten und die Gesellschaft, Niedriglohnsektor und prekäre Beschäftigung weiter eingrenzen. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung haben wir da stehen.
Fünftens, Logistikland NRW nicht auf das Abstellgleis fahren. Hafen- und Flughafenstandorte im Landesentwicklungsplan sichern. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, das eine Überweisung ist. Zwar keine Abstimmung, aber eine Zielrichtung wäre trotzdem nett. Olli. Kümmerst du dich um ein, zwei Sätze Zielrichtung? Dankeschön. Sechstens, Potenziale des Radverkehrs in Nordrhein-Westfalen erkennen und nutzen. Referent, Redner und keine Abstimmungsempfehlung. Zielrichtung brauchen wir da, glaube ich, auch nicht. Das ist eine große Anfrage. Die wird nur zur Kenntnis genommen. Zielrichtung ist RS1. Okay. Wer macht das? Genau. Okay, also Grumpy und Olli teilen Block 2 unter sich auf. Dann siebtens, Lobbyismus transparent machen, Einführung eines Lobbyregisters in NRW. Referentredner. Ja? Okay, Toso? Der Gewicht des Themas zufolge fände ich das sehr sinnvoll, wenn der Fraktionsvorsitzende das machen würde. Das ist eine unserer Grundforderungen, ist genau der Punkt, wo viele Dinge unserer Demokratie gerade dran scheitern. Also ich kann das gerne machen. Nö, würde ich nicht. Ich habe ja schon die Geschichte mit der DPA dazu gemacht. Ja. Alles gut. Wäre ich super. Okay. Also Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung steht dort. Achtens, Gesetz zum Erlass eines Landesbibliotheksgesetzes und zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften. Referentin, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung haben wir alles. Perfekt. Neuntens, Pluralität und Meinungsbildung der Elternverbände in der Schullandschaft respektieren, Partizipationsmöglichkeiten der Elternvertretungen vor Ort stärken. Von der FDP. Referentin, Rednerin. Wir haben gestern gesprochen, ich kann das gerne machen. Kein Gut. Thema. Referentin, Rednerin, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung haben wir da. Übrigens, falls jemand fragt, warum ich das alles vorlese, weil man, das steht ja da, der Stream hatte darum gebeten, dass man das einmal, die Titel zumindest, vorliest. Das tue ich dann. Zehntens, Umsetzung der Inklusion darf nicht zur Exklusion führen. Landesregierung muss Entwicklungen beim Aussetzen des Schulbesuchs erfassen. Ein FDP-Antrag. Der Referent, behaupte ich jetzt mal, steht da auch fest. Ich mache mal so. Monika redet, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung haben wir da stehen. Elftens, Nordrhein-Westfalen. Ja, oh Moni. Die beiden Zeilen darunter kannst du löschen. Da hatte jemand Links hingeschickt, die aber thematisch nichts damit zu tun hatten. Nur, dass sie da nicht im PGF-Büro sich wundern, dass da noch was steht. Okay. Die können weg. War schon gelöscht, deswegen, okay. Gut. Elftens, Nordrhein-Westfalen ist bundesweiter Vorreiter für eine gute Beschäftigung, für gute Beschäftigungsbedingungen an Hochschulen. Ein Antrag der Fraktion SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Referent, Rentner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung habe ich hier stehen. Jetzt muss ich diesen Zettel hier rausholen, richtig? Sehr gut. Also da gibt es einen Entschließungsantrag. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob der euch allen schon zugegangen ist. Guck mal eben, Grumpy. Das habe ich gesehen. Die Frage ist, ob das an alle rumgegangen ist. Gut, dann machen wir das so. Ich schiebe den Dreck wieder nach unten. Das geht jetzt an alle rum. Dann können sich alle diesen Entschließungsantrag kurz durchgucken. Ist eine Dreiviertel DIN A4 Seite. Und dann können wir da nachher drüber abstimmen. Joachim. Ich kann kurz was dazu sagen. Also dieser Antrag der regierungstragenden Fraktionen ist so ein klassischer Selbstlobeantrag. Wir haben hier die besten Beschäftigungsbedingungen. Das ist de facto nicht der Fall, weil in den meisten anderen Bundesländern die Hochschulbeschäftigten im Landesdienst sind. Und wir fordern einfach in dem Sinne, um mehr Sicherheiten zu geben an den Beschäftigungsverhältnissen in den Hochschulen, dass die Universitätsangestellten in den Landesdienst zurückgeführt werden. Das ist unsere klassische Forderung und von daher, das wird eine spannende Debatte. Finde ich lustig. Gut, vielen Dank. Wie gesagt, den Entschließungsantrag machen wir dann nachher. Oder zur Not auch im Umlauf, je nachdem müssen wir gucken, wie der dann gleich rumgeht. Dann haben wir die Fragestunde als zwölftens.
Da waren keine Fragen vom letzten Mal über, das weiß ich noch. 13. 25 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag, Versöhnungs- und Freundschaftswerk der Heimatvertriebenen und Aussiedler würdigen. Hier fängt jetzt der Vertriebenenblock an. Da ist ein CDU-Antrag, da gibt es einen Redner, einen Referenten, eine Abstimmungsempfehlung und die Zielrichtung, die fehlt tatsächlich noch, werde ich mich drum kümmern. 14. Die Energiewende braucht Bürgerenergie. Was ist denn unsere Ziel? Was heißt, er wird sich drum kümmern? Moment. Oder? Oh, okay. Bitte? Entschuldigung. Frage, Zielrichtung bei 13. 25 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag, Aussiedler und Heimatvertriebene würdigen. Du sagtest gerade Zielrichtung, würdest du dich drum kümmern? Was ist unsere Zielrichtung? Wo nehmen wir die her zu diesem Thema? Die nehmen wir wie immer aus den Gesprächen der in dem jeweiligen Ausschuss Teilhabenden in ihren Besprechungen. Gibt es ja auch eine Parlamentariergruppe, glaube ich, ne? Und zwar eine sehr lebendige, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, doch, der ist Konsul. Also, ich bin gerade ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das gerade auch mit dem Blog gesagt. In der am Mittwoch im Ältestenrat besprochenen Tagesordnung waren drei Josmeier-Anträge direkt hintereinander, genau. Also es waren drei vertriebenen Anträge. Ich weiß jetzt nicht, wo die anderen hin sind. Vielleicht von der Tagesordnung geschoben, keine Ahnung. Es war aber so ein Block von drei Anträgen, die direkt hintereinander waren. Und ich kann mir jetzt auch nicht genau, ich habe jetzt hier ja nicht die Sachen vorliegen, ich kann dir nicht genau sagen, welcher davon es ist. Und deswegen kann ich dir jetzt auch diese Frage im Moment nicht beantworten. Kann ich dann nur gleich machen. Der Toso kann dazu was sagen. Ja, ich habe noch mal eben kurz drüber geschaut, um welchen es hierbei geht. Da geht es darum, es gibt für die Heimat oder von den Heimatvertriebenen und für die Heimatvertriebenen diverse museale Aufarbeitungen deren Geschichte. Und das soll halt jetzt nochmal an diesem Jahrestag gewürdigt werden. Sache ist halt einfach nur, ja, das passiert, ob wir darüber hier reden oder nicht. Weil das ist ein beständiger Prozess. Und man muss auch wirklich sagen, dass die Vertreter der Heimatvertriebenen da ein ganzes Stück weiter vorne sind an der einen oder anderen Stelle als ihre politischen Vertreter hier in dem lustigen Rund. Wir sind übrigens herzlichst eingeladen, auch als Gruppe immer diese museale Aufarbeitung zu besuchen. Immer. Also, ich habe den Gerhard noch und den Daniel. Also der Antrag wird ja abschließend dann im federführenden Ausschuss abgestimmt. Davor ist nochmal Gelegenheit, den hier in der Fraktionsversammlung zu besprechen, insbesondere nach einer Anhörung. Ich finde, die kann man gut dazu beantragen. Auf mich hat der Antrag den Eindruck gemacht, Anlass ist ja 25 Jahre deutsch-polnischer Freundschafts- und Nachbarschaftsvertrag, als sei die Aussöhnung zwischen Deutschland und Polen vor allem, ich spitze das jetzt mal etwas zu, ein Verdienst der Heimatvertriebenen. Ich glaube, das kann man zumindest noch mal hinterfragen, wenn man zumindest die Entwicklung seit 1945, 48, 49 bis heute sieht, welchen Anteil die Heimatvertriebenen da an der positiven Entwicklung hatten. Und von daher, ich bin aber gerne für Input bei dem Thema dankbar. Ich glaube, wir sind nicht darauf angewiesen, aber wenn da jemand Input geben möchte, habe ich immer gerne offene Ohren. Danke. Ja, ich glaube, oder ich versuche Dietmars Einlassung nochmal zu übersetzen vielleicht. Ich gehe davon aus, dass Dietmar gerne oder den Wunsch geäußert hat, diejenigen von uns, die in der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe sind, halt eben einzubeziehen. Und ich glaube, dass Gerhard das ja jetzt auch quasi gemacht hat. Ich will das nur noch mal rund machen, dass es explizit natürlich eben die Abgeordneten in dieser Gruppe betrifft, dass sie dort ihr Feedback irgendwie abgeben können. Vielleicht gibt es aus dieser Gruppe ja Informationen und vielleicht wird der ein oder andere Hintergrund zum Antrag vielleicht klarer. Das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Weil Gerd gerade ansprach, dass wir da ja wahrscheinlich eine Anhörung zu kriegen werden. Ich wüsste schon für uns jemanden, den wir gut benennen könnten, der sicherlich sehr objektiv darstellen könnte, wer,
zu dem gelingenden und gelungenen und harmonischen Aussöhnungszustandekommen des deutsch-polnischen Verhältnisses hervorragend beitragen kann und der das auch objektiv darstellen kann. Ich denke, wir laden dazu Erika Steinbach ein. Ja, völlig, völlig klar. Also ich meine, bei der Anhörung unbedingt dabei sein. Es gibt keinen besseren Vorschlag als den. Okay, wie Gerhard gesagt hat, kümmern wir uns dann drum, dass dann alle... Du sollst nicht so lachen. Wir haben schon mal so einen Quatsch gemacht. Ich finde das super. Einfach das System auf den Kopf stellen. Mario möchte auch noch was sagen. Ja, Mario möchte noch was sagen. Abseits von eurem gleichgeschalteten Humor. wäre es nicht tatsächlich spannend, Ihren Nachfolger einzuladen? So als Gedankenanstoß? Den, ja, aber damit macht man nochmal deutlich, was man von ihr hält. Anders. Ja, wir gucken nochmal. Wir kriegen das schon hin. Wenn es da eine Anhörung zu gibt, das, ja. Schauen wir mal, sagt der Teamchef. So, jetzt muss ich, also ich habe gerade übrigens die anderen Anträge gefunden, die kommen gleich noch. Moni, wolltest du noch? Okay. 14, die Energiewende braucht Bürgerenergie, Ausschreibungen verhindern Bürgerenergie, den kenne ich irgendwoher. Ist unser Antrag, Referent Kai, Redner, Referent Kai, Referent klar, Redner klar, Abstimmungsempfehlung ist Zustimmung zur Überweisung. Keine Anwesen von denen, aber bitte. Ich habe mit Ansgar gestern also gesprochen und Kai hält die Rede und die Zielrichtung geht eigentlich aus dem Antragstitel hervor. Also wir wollen halt die Energiewende weiter voranbringen und Bürgerenergie fördern. Ne? Gut, ich meine, wir haben das ja auch schon besprochen, aber guck mal, da schreibt jemand, alles wird gut, es gibt gleich eine Zielrichtung. So, wir stimmen dem zu, oder wie? Achso. Ja, gut. 15. Räume der Stille erhalten und ermöglichen, Flagge zeigen gegen religiösen Fundamentalismus, eintreten für unsere freiheitlich-demokratischen Werte. Ein CDU-Antrag. Referent Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da. 16, da ist er. Oh. Ja, bitte. Weil ich das spannend finde, das ist ein hochschulpolitisches Lehrrohr von der Union, dieser Antrag. Der Hilmar hat bei den Asten nachgefragt, ist eine Luftnummer und auf der anderen Seite kann man vielleicht auch mal hingehen und Meditationsräume für Atheisten und Agnostiker fordern an der Stelle. Also man kann da richtig was draus machen. Also wenn wir jetzt über den Antrag reden, dann kann ich noch sagen, die muslimischen Studierendenverbände haben sich tatsächlich mal mit mir in Verbindung gesetzt und gesagt, dass sie ein Problem haben, da sie keine Gebetsräume bekommen in den Universitäten. Also ob das jetzt so völlig unnötig ist, dieser Antrag sei mal dahingestellt. Sie nennen es ja auch extra Räume der Stille. Ja, mal sehen, was die Debatte da so ergibt. So. Der Antrag dürfte basieren auf einem Vorkommnis an der Uni Dortmund, wo eben genauso ein Raum der Stille in Anführungsstrichen umgenutzt worden ist von einzelnen Menschen anscheinend muslimischen Glaubens, die das Ding sehr stark okkupiert haben, sagen wir mal, oder zu 100% in Beschlag genommen haben. Und darauf wird sich dieser Antrag beziehen. Das ist auch wirklich nicht richtig gelaufen in Dortmund, muss man einfach sagen. Und die Uni hat da sehr konkret, aber auch deutlich gehandelt. Da brauchst du keine politische Schützenhilfe aus dem Landtag. Nee. Nee. Uni Duisburg-Essen, Brandschutzprobleme, war auch ein Fall. Nee, in Dortmund haben sich nicht einige Gruppen gestritten, das war schon richtig Kacke von den Jungs. Da gab es genau eine Gruppe, die Scheiße gebaut hat. Kann man ja dann auch von Kirche und Staat. Und da muss man die fragen, was ist die Universität jetzt für eine Einrichtung? Ne? Ist denn nicht der Gedanke, den Raum, also als Raum der Stille in den einzelnen öffentlichen Einrichtungen genau nicht konfessionell zu nutzen, genau der, den wir als Piraten auch vertreten, das heißt offen für jeden
egal ob welcher Religion, welchen Geschlechts, um auf Dortmund zurückzukommen, wo die dann ausgegrenzt worden, bestimmte Menschen. Raum der Stille ist doch, solange er ohne Konfession gebunden ist, genau das, was wir haben wollen. Da kann jeder hin, und ohne einen Ausweis vorzuzeigen und sagen, ich brauche einfach mal 5 Minuten Ruhe, auch der Agnostiker oder der Atheist. Und wenn er an Spaghetti-Monster glaubt, ist doch toll, soll jeder für sich halten. Und einen Rückzugsraum an der Uni oder wo auch immer zu halten, ist doch eigentlich genau in unserem Sinne. Aber im Antrag steht halt Unfug. Gut, aber darauf kann man ja in der Rede kommen, weil der Grundgedanke ist doch nicht doof. Ja, geht in die gleiche Richtung wie das, was Mario gesagt hat. Wir brauchen auch im Prinzip nur unseren Raum der Stille hier im Landtag zu betrachten. Er ist auch im Prinzip konfessionslos. Er ist meistens abgeschlossen. Aber das, nee, das, aber das, das, das ist wahrscheinlich deshalb abgeschlossen, das Ding, damit die äußeren Zeichen religiöser Präsenz, gleich welcher Glaubensrichtung, nicht entwendet werden, die dort stehen. Aber soweit ich informiert bin, wird dieser Raum von Konfessionsträgern unterschiedlicher Prägung genutzt, aber er ist im Prinzip als Ruheraum gedacht und nicht als Raum von Predigt und Andacht. Es sei denn, die Andacht findet mit sich selbst statt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber ich meine, das wäre so, dass dort nämlich in der Regel nicht geredet wird. Also, unsere Zielrichtung ist doch klar. Absolut für individuelle Religionsfreiheit, aber keine Sonderrechte für irgendwelche religiösen Gruppen. Ob die an Manitou glauben oder an Spaghetti-Monster oder an sonst irgendwas. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Und da hat es tatsächlich Verwerfungen gegeben. Aber Thorsten, der Grund dafür in Dortmund ist was anderes als das, was im CDU-Antrag steht. Der ist nämlich ein bisschen Richtung Islamophobie geht das schon. Und dann finde ich das auch wieder kacke. Also das kann man ja ausarbeiten. Also gestern habe ich ja im philosophischen Gespräch gehört, Götter gibt es ja nur so lange, wie jemand an sie glaubt. Manitou gibt es also zum Beispiel nicht mehr, an den glaubt keiner mehr, bin ich mir sehr sicher. In Fantasy-Rollenspielen glauben Leute noch an Manitou. Alles klar. 16. Die Spätaussiedler sind ein gut integrierter Teil unserer Gesellschaft. Nordrhein-Westfalen würdigt ihre Lebens- und Integrationsleistung und verurteilt alle Versuche der Polarisierung und Desinformation. Da ist er doch, der Zweite, genau. Ja, das kann ich gerne tun, da habe ich kein Problem mit. Nein, das geht nicht. In dem Antrag geht es um russische Spätaussiedler, die eine Düsseldorfer Erklärung abgegeben haben gegen Fremdenfeindlichkeit und so weiter und so weiter. Und das soll jetzt unterstützt werden. Zielrichtung schreiben wir da noch hin. Ich Asche auf mein Haupt, ich habe es gestern nicht mehr geschafft. 17. Gründung eines Beirats für die niederdeutsche Sprache. Der dritte Jostmeier-Antrag. Willkommen. Mein Gott, haben die eine Rotze gestellt? Ja, das ist, was Monika drunter geschrieben hat, ist ja nicht so ganz unrichtig. Der Antrag ist im Prinzip, geht ja in eine richtige Richtung, er will was Richtiges, aber ist völlig untauglich formuliert. Direkte Abstimmung bringt uns da nicht weiter. Und verschiedene andere Sachen, die ich da geschrieben habe, haben die auch nicht richtig gemacht. Ich bin jetzt auch ein bisschen am Zweifeln, ob man nicht tatsächlich dann dagegen stimmen sollte. Aber das andere, so mit Heimat hat das für mich wenig zu tun. Das hat mit Kultur zu tun, wenn menschliche Sprache und Dialekte halt jetzt unter Druck geraten, wie Niederdeutsch im ganzen ursprünglichen Sprachgebiet, hat das was mit Kultur zu tun, eher als mit Heimat, für mich jedenfalls. Ja, also das ist ja jetzt so ein Déjà-vu. Wir haben die Diskussion ja vor 2 Jahren, glaube ich, schon geführt. Da habe ich auch dagegen gestimmt. Also ich sehe kein Parteiprogramm, ja, politischen Hintergrund, und ich möchte noch mal was zum Thema Sprache sagen. Ich finde, Sprache ist etwas, was in Bewegung ist, was sich ständig verändert. Wenn Leute glauben, sie müssten halt Niederdeutsch behalten, dann sollen sie das gerne tun. Aber warum man denen eine Sonderstellung hier irgendwie einräumen muss, um irgendwelchen Rechte zu gewähren, das sehe ich also auch aus sprachwissenschaftlicher Sicht nicht. Und ich denke mal, wir sind so eine Partei, die so nach vorne geht. Und ich kann mir ganz viele Beiräte vorstellen für alle möglichen Bevölkerungsgruppen. Aber ob es jetzt halt Niederdeutsch ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also da gibt es aber eine EU-Regelung für Regionalsprachen. Und es gibt auch
Es gibt auch andere Bundesländer, in denen das läuft. Also da, wo Platterstedt auch noch mehr gesprochen wird, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Mecklenburg. Da ist mehr in dem Bereich. Und in Nordrhein-Westfalen ist halt so, dass die Sprachgrenze zwischen Niederdeutsch und Hochdeutsch quer durchs Land verläuft. Das heißt, das ist sowieso ein Thema, was nur den nordöstlichen Teil betrifft. So, ja, ist ein bisschen schwierig. Egal. Mein Wortbeitrag dazu. Wir hatten tatsächlich ja beim letzten Mal schon die Diskussion. Die ganzen Punkte will ich jetzt nicht wiederholen, aber ich sehe das allergrößte Problem in dem Antrag, ich habe ihn mir mehrmals durchgelesen, schon alleine darin, dass selbst die CDU nicht mal weiß, wo sie es aufhängen soll. Also sie schreiben in dem Antrag im letzten Satz sozusagen, da sollen jetzt die Sprachwissenschaftler in den Beirat und die Vertreter der Fraktion im Landtag und die entsprechende Stelle bei der Landesregierung. Also wir wissen gar nicht so richtig, wer dafür zuständig ist. Und wir wollen jetzt aber hier mal so einen Beirat. Wie gesagt, der dritte Jostmeier-Antrag. Ich weiß nicht, warum wir das hier nochmal in der Form diskutieren müssen. Wir hatten das schon, aber sei es drum. Ich finde auch, dass so eine Sprachpflege nicht über einen Beirat im Landtag in irgendeiner Form verbessert oder verschlechtert wird. Und von daher sehe ich den Antrag als nutzlos an. Und deswegen würde ich dagegen springen. Was die Sprachwissenschaftler im Beirat angeht, die Sprachwissenschaft in Nordrhein-Westfalen, im niederdeutschen Bereich, befasst sich mit Mittelniederdeutsch, also mittelalterlichen alten Texten, und versucht da irgendwelche Dialektforschung abzuleiten und zu betreiben. Die hat bisher ganz wenig nur beigetragen zur Sprachpflege des lebenden Niederdeutschen. Und da kann ich auch nicht so wirklich sehen, was die da sollen. Das ist nicht völkisch, aber das ist so, dass die Zustimmung tatsächlich eine euch Ablehnung trotzdem hat. Darum bitten, dass Wortbeiträge angemeldet werden, in beide Richtungen, wohlgemerkt. Gut. Da steht Zustimmung als Abstimmung. Genau, da würde ich jetzt auch gerne drüber reden. Die Empfehlung, wessen Empfehlung ist Zustimmung? Meine war das, ich habe das jetzt geändert. Okay. Moni lehnt, wird auch ablehnen, hat sie schon gesagt. Ist also auch ihre Empfehlung, meine Empfehlung auch. Wenn dann jemand noch etwas Zustimmendes oder Enthaltendes sagen möchte, mag er das jetzt kurz sagen. Ansonsten muss das im Pad vermerkt werden und in der Hoffnung, dass das gelesen wird. Nein, ich meinte nicht die Ablehnung, ich meinte andere Meinungen als das abzulehnen. Gut, 18, Gesetz zur Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da. 19, Kontrolle der NRW-Bank durch den Landtag sicherstellen, unser Antrag. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da. 20. Gesetz zur Änderung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016. Von der Landesregierung ist es nur eine Einbringung. 21. Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 2. Ein Wahlvorschlag der SPD. Tanja Wagener, genau, wird auch der Name genannt. Dann haben wir 22 in den ausschussähnlichen Anträge, 23 Beschlüsse zu Petitionen. Dann werden wir etwa 20 vor 10 fertig sein. Die Hotelzimmer können also behalten werden. Oder auch nicht, ja. Wahrscheinlich auch nicht. So, Donnerstag, 17. März, erstens, aktuelle Stunde. Tausende Pendler in Nordrhein-Westfalen dürfen nicht täglich mit noch mehr Videokameras überwacht werden. Keine Bodycams, Bodycount, egal, in Nordrhein-Westfalen. Kein Referent, Frank redet. Ohne Zielrichtung. Ohne Zielrichtung reden ist immer gut. Gut, ist unser Antrag. Die Zielrichtung steht ja quasi im letzten Satz. Alles egal. M/F-Count. Gut. 2. Kulturelle Vielfalt als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor nutzen. Referent ist eingetragen. Redner Joachim. Redner wird der Joachim sein. Geht auch in den Wirtschaftsausschuss. Und Linus ist schon dabei, das auszuarbeiten. Ich kann noch nichts dazu sagen, aber ich werde dann sprechfähig sein. Gut, Joachim, als Redner, Abstimmungsempfehlung haben wir, Zielrichtung haben wir. 3. Zuverlässige Biogas-Energiequellen im ländlichen Raum erhalten, ein CDU-Antrag. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, haben wir alles. 4.
keine Reform der Pflegeberufe zulasten von Ausbildungsqualität und Ausbildungskapazitäten. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlungen und ein großer Block Zielrichtung. Sehr löblich. 5. 15.000 Tote pro Jahr in Nordrhein-Westfalen durch Luftverschmutzung. Nordrhein-Westfalen braucht Ziele für den Schutz von Gesundheit und Leben, emissionsfreier Verkehr in unseren Städten. Unser Antrag, Referentin, Rednerin, Abstimmungsempfehlungen, Zielrichtungen, alles da. 6. Ungleichbehandlung von Menschen unter 25 im SGB II abschaffen. Ein rot-grüner Antrag, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da. 7. Toso, Entschuldigung. Wie in der Zielrichtung genannt, würde ich hier gerne die Punkte einzeln abstimmen lassen. Mhm. Wenn das. Punkt 6, das ist ab Zeile 369, Grumpy. Du hast bei Richtung ein großes I geschrieben. Das ist grün, ich habe das gar nicht geschrieben. Oh, Entschuldigung. Wegen der Einzelpunkte. Es gibt durchaus ein paar Lulli-Pulli-Punkte, wo wir zustimmen. Nein, die sind sogar gut. Aber es gibt halt auch einen Punkt, da werden wir niemals zustimmen. Gut, dann wäre es nett. Kommt halt drauf an, ich schreibe es detailliert rein, wenn wir das einzeln machen. Das wäre super, wenn du es detailliert da reinschreiben lassen könntest. Sehr gut. 7. Die Landesregierung muss privates Engagement bei der Unterbringung von Flüchtlingen unterstützen. Ein CDU-Antrag. Referentin, Rednerin, Abstimmungsempfehlung habe ich, aber keine, doch eine Zielrichtung auch, mein Gott. Viel Zielrichtung. Muss ich das sogar lobend erwähnen. 8. Reichhaltige und kulturell wertvolle NRW-Museen noch attraktiver machen. Freie Eintritte prüfen. Ein rot-grüner Antrag. Referentin, Rednerin, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung. Alles da. 9. Vereinsarbeit entbürokratisieren, Vereine von der Meldepflicht bei Kopflausbefall ausnehmen. Ich erinnere mich. Ein FDP-Antrag. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da. 10. Safe Harbor mit neuem Anstrich, der Datenschutzdeal EU-US Privacy Shield gewährt in NRW lebenden Menschen keinen Schutz vor anlassloser Massenüberwachung. Unser Antrag, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da. Nach Kopfläusen ist das ein super Antrag. 11. Eilantrag. Eilantrag? Haben wir nicht, oder? Können wir den eigentlich da rausnehmen, aber sei es drum. Shieldläuse, boah geil, ey. Mensch, der ist... Der ist so sophisticated. Ich guck mal eben in die aktuelle Tagesordnung. Kein Eilantrag, kein Eilantrag, kein Eilantrag. Dicke Finger, dicke Finger. So. Da fehlt noch einer, ich sehe das gerade auch. Ich muss das mal eben vergleichen. Wir haben Pendler, wir haben kulturelle Vielfalt. Die Wettbewerbsfähigkeit ist nämlich im aktuellen die 10. Safe Harbor, Vereinsarbeit. Die Läuse fehlen. Die Läuse sind raus. Ja, wir kommen nach den Museen, nicht nach den Läusen. Mensch. Mann. Jetzt muss jemand was ein neues Wortspiel mit Shield und Museen machen. Ja, ist doch ganz einfach. Gut. EU-US Privacy Shield ins Museum schicken. Mensch, Olli. Okay. Meine Güte. Also, Safe Harbor kommt. Die Läuse sind weg. Die Läuse müssen wir gleich mal suchen. Ja, ich guck gerade. Ich meine, wir haben über die Kopfläuse im Ältestenrat aus irgendeinem Grund geredet. Naja, es wurden doch ein paar Witzchen darüber gemacht. Tja, die Läuse sind weg. Also der Antrag ist weder am Mittwoch noch am Donnerstag auf der aktuellen Tagesordnung. Der scheint irgendwie weg zu sein. Keine Ahnung.
Schnittläuche? Schildläuse. Ja, gut. Dann neue 10. Wettbewerbsfähigkeit der regionalen deutschen Frachtflughäfen stärken, Entbürokratisierung, immer wenn das Wort vorkommt, ist es die FDP, oder? Entbürokratisierung der Einfuhrumsatzsteuer auf Bundesebene vorantreiben. Ein Antrag der Fraktion der FDP. Ist eine Überweisung, Referentredner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung fehlt noch. Bitte. Ja, genau, Zielrichtung fehlt noch. Es ist leider Gottes so, ja, dass die FDP gerne dieses Bürokratisierungsmonster bekämpft. Auch unser Anliegen unter anderem. Und ja, diese Geschichte mit dieser Hin- und Herrechnerei und der Erstattung von Einfuhrumsatzsteuer und Verrechnung mit der Vorsteuer ist ein kompliziertes Thema und führt in der Tat zu einem unglaublichen Papierwust, aber nicht nur an Flughäfen, das muss man allerdings auch sagen. Bitte? Was? Man kann das inzwischen elektronisch melden. Papierwust und so. Ja. Aber bei den Frachtführern und dergleichen ist es leider Gottes immer noch so, dass furchtbar viel Papier im Umlauf ist, insbesondere dann und deshalb, weil es eben aus überwiegend nicht-europäischen Staaten um Warenverkehr aus nicht-europäischen Staaten geht. Sei es drum. Dieser Antrag ist ja ist okay. Der ist einfach okay. Aber man müsste, wir überlegen halt noch, hier einen Entschließungsantrag zu machen, der darüber hinausgeht und nicht nur Logistikzentren an Flughäfen einschließt, sondern eben möglicherweise auch Logistikzentren im Zusammenhang mit dem Transport anderen Transportwegen. Das ist nämlich das gleiche Problem an Autobahnübergängen bzw. an Grenzübergängen nach Deutschland. Bitte? Freier Bahnverkehr? Ja, freier Bahnverkehr, freier Autobahnverkehr und so weiter. Ja. Was soll ich dazu sagen? Weil Unterstützen dieses Antrags würde bedeuten, wenn ich jetzt die Zielrichtung eingebe, diesen Antrag hier in irgendeiner Form zusammenfassen zu tragen. Ist ja nur eine Überweisung. Ja. Gut. Trotzdem Zielrichtung, ein Satz, zwei fürs Protokoll wäre total super. Gut. Jetzt habt ihr aber viel geändert hier. Die Läuse sind weg. Jetzt haben wir neun. Genau, so, neu 11. Die Landesregierung muss den willkürlichen Ausschluss mittelständischer Busunternehmen vom Wettbewerb beenden und den Tarifvertrag des NWO als repräsentativ einstufen. Ein Antrag der CDU-Fraktion. Wer ist da Referent? Ich guck mal, das kommt Bus drin vor. Ich guck mal dich an, Olli. Es kam Bus drin vor, genau wie im vorherigen Frachtflughafen drin vorkam. Deshalb habe ich mir das natürlich angeguckt. Bin aber der Meinung, da es eigentlich um Tarifverträge geht, dass eher mein Gegenüber im weißen Hemd hier sich verantwortlich zeichnet. Ich rede auch dazu, wenn jemand anders möchte. Gegenüber im weißen Hemd. Was sagen Sie zu diesem Antrag? Also der ist so weit unten auf der Tagesordnung, dass den sich keiner angeguckt hat, ist mir irgendwie. Ja, das. Also ich kann die Rede der CDU jetzt schon mal halten. Also das Tariftreue- und Vergabegesetz, ne, ist eines der schlimmsten rot-grünen Machwerke der letzten Jahre überhaupt. Also dieses Tariftreue- und Vergabegesetz, ne, also das macht gerade den kleinen Busunternehmern so das Leben schwer. Seit 10 Jahren gibt es kaum noch private Busunternehmen. Also außer die es vorher gegeben hat, währenddessen und jetzt sind die gleichen. Und die haben auch seitdem tatsächlich Leute eingestellt. Trotz dieses Tariftreue- und Vergabesystems. Da müsste ich mal überlegen, wen die eingestellt hätten, hätten wir das nicht gehabt. Ne, also noch mehr, bestimmt. Wir haben bestimmt noch mehr Busse gefahren, also bei sinkenden ÖPNV-Ausgaben. Ja, und das ist Inhalt, kann ich gerne zureden, ich freue mich. Ja, wir haben einen Redner. Brauchst du, hast du einen Referenten? Ich kann auch ein Video abspielen. Sehr gut. Also wenn wir so irgendwas schon 25 Mal hier diskutiert haben, dann ist der Mist. Ja, aber... Das stimmt, da haben wir schon 25 Mal zu diskutiert, aber... Hören wir uns die letzten drei Reden von Hof und Jürgen nochmal an. Ich lerne aus diesem Antrag vor allen Dingen, dass es bei Word eine Taste F7 gibt. Da kann man die Rechtschreibung mit überprüfen lassen. Kleiner Tipp an die CDU. Nordrhein-Westfalen wird Nord und Rhein nicht mit einem Bindestrich getrennt.
aber könnt ihr machen. So, letzter Tagesordnungspunkt. Ein Trendfehler? Meinst du, wir haben das erst von Hand getrennt und dann wieder zurück und dann wurde es automatisch getrennt und dann, na gut. So, Hauptuntersuchungsintervalle für Oldtimer mit H-Kennzeichen verlängern. Ein FDP-Antrag für den Ausschuss Bau und Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. Referentin haben wir, Rednerin haben wir, Abstimmungsempfehlung haben wir, Zielrichtung haben wir. So, Ende 18.15 Uhr. 17.45 Uhr, richtig. Ein Antrag ist ja von der Tagesordnung verschwunden. Möchte jemand zu diesen beiden Plenartagen noch etwas sagen? Lukas. Genau, bitte mit Mikro. Nochmal die Frage. Wie kommt unsere Zielrichtung dazu, zu der Annahme, dass nicht alle Autos mit H-Kennzeichen von Liebhabern gepflegt werden? Vielleicht ergänze ich dann sofort. Erst der Stefan, dann die Tina. Sofern ich weiß, ist es so, dass ein H-Kennzeichen nur erteilt werden kann, wenn es als Zweitfahrzeug angemeldet wird. Das heißt, es muss ein Erdfahrzeug vorhanden sein. Nein, ist nicht. Es ist tatsächlich so, ein H-Kennzeichen gibt es für jedes Auto, das mindestens 30 Jahre alt ist und noch und Originalzustand hat oder Originalersatzteile. Und das sind eben auch viele alte Möhren von Leuten, die sich danach 30 Jahre lang kein neues Auto mehr leisten konnten, die sie also wirklich nur noch mit Ach und Krach über den TÜV kriegen. Und wenn man denen mehr als 2 Jahre Zeit gibt, dann fallen die auf der Straße auseinander. Ja, ich meine, ist okay, man kann ja immer auf der FDP rumbashen, es sei Klientelpolitik. Aber wenn man sich die Zahlen der Zulassungen angeht, die in die Zigtausende geht, auch in Nordrhein-Westfalen und insbesondere gerade von Menschen H-Kennzeichenfahrzeuge aus Kostengründen gefahren werden, die eben nicht zu dieser von der FDP üblicherweise bedienten Klientel gehört, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen irritiert über die Zielrichtung. Stefan, musste ich fragen, woher du diese Erkenntnis hast, denn wir haben ja auch in unseren Reihen, ich nenne jetzt keine Namen, Menschen, die eben sich ein günstiges Auto leisten möchten. So, und da gehören eben auch H-Kennzeichenfahrzeuge zu. Es sind eben nicht alles Bugattis und Ferraris und Mercedes, die da 70.000 Euro, 150 und mehr kosten, sondern es sind eben überwiegend Fahrzeuge, die einfach alt sind. Ja, also über den energiepolitischen Aspekt, den brauchen wir jetzt gar nicht zu reden, aber es sind einfach Autos, die alt sind, nämlich 30 Jahre und älter und noch gut in Schuss sind oder auch weniger in Schuss sind, aber jedenfalls fahrbereit und dann eben ein H-Kennzeichen erhalten und dadurch Steuern sparen und Versicherungen günstiger sind und so weiter. Ja, aber dann brauche ich den letzten Satz nicht. Also das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so zielführend. Also es steht im Antrag drin, die FDP will vor allem den Liebhabern ein Geschenk machen. Darum geht es. Steht da so drin. Von den anderen redet sie gar nicht. Die gibt es laut Antragsbegründung auch gar nicht. Gut. Noch? Ja, mein Auto ist... Tina Toso, Mario, Daniel. Mein Auto ist 36 und hat ein H-Kennzeichen. Und um das zu bekommen, muss der Wagen in einem Dreierzustand sein, mindestens. Das heißt, eine Klapperkiste, die jetzt, ich meine, inzwischen ist es so, aber zu dem Zeitpunkt, als ich das H bekommen habe, da war der Wagen tippitoppi. Also es kriegen Klapperkisten kein H-Kennzeichen. Hast du dein Auto lieb? Ja, sehr. Moment, damit hat das noch nichts zu tun. Da geht es um die HU-Intervalle. Ja, aber der Stefan argumentiert damit, dass die halb auseinanderbrechen, die Wagen. Das tut dein Auto nicht sein, doch jetzt. Weil sonst haben die... Nein. Das wäre auch ein bisschen blöd, aber sonst ist so. So, noch jemand von der Autogeschichte? Auto haben wir alle, können wir alle jetzt, was zu sagen. Psst. Tina. Ich war fertig.
Okay, Toso. Ja, ich würde halt gerne wissen, soweit ich weiß, muss ich mit jedem Kraftfahrzeug, was ich auf der Straße bewegen will, alle 2 Jahre zur Hauptuntersuchung. An welcher Stelle wollen wir jetzt ausgerechnet Autos, die schon besonders alt sind, davon ausnehmen? Hat das einen wirklich sachlichen Hintergrund, dass man sagt, vor 30 Jahren war alles besser und aus Holz? Das hält eh länger und die Bremsen sind noch mit Asbest, das Bremsen eh viel besser und... ich meine, gibt es einen sachlich, technisch, fachlichen Hintergrund, der sagt, die Karren brauchen das nicht? Nein. Gut, dann meine zweite Frage. Man braucht ja Originalersatzteile, ne? Die sind ja oft da nicht zu bekommen. Stefan, gelten auch die Ersatzteile als Originalersatzteile, die man sich selber mit dem 3D-Drucker macht? Oh. Pippe, du brauchst nicht zu antworten. Ich also glaube, du brauchst nicht zu antworten. Also das weiß ich jetzt nicht. So manch ein Hersteller liefert auch nach 30 Jahren noch Ersatzteile, weil er noch Restbestände hat. Klar. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Mario, dann Daniel. Wenn ich das richtig sehe, sind Sie in der Sache, doch wie Toso eben sagte, es gibt eigentlich keinen sachlichen Grund, Fahrzeuge, die nicht verkehrstüchtig oder sicherheitsgefährdend sind, im Straßenverkehr zuzulassen. Das können wir, glaube ich, auch gut verkaufen. Ich stimme so ein bisschen dazu, dass was unter unsere Zielrichtung steht, das ist bloße Polemik, das brauchen wir nicht, das haben wir nicht nötig, weil wir gute Argumente haben. Wir müssen nicht polemisch sein in der Sache, sondern wir haben gute Sachargumente. Und wenn wir uns darauf zurückziehen, reicht das für eine Rede mit der Zustimmung zur Überweisung allemal aus. Da nützt es nicht zu wäschen. Ansonsten stelle ich fest, dass Tina ein Auto hat, das älter ist als sie selbst. Oh, da geht doch was. Meines Erachtens nach kann man auch da vorne ans Rednerpult gehen und einfach nur mal laut über diesen Antrag lachen. Alles Passende hat Toso gerade dazu gesagt. Das ist wirklich zusammenfassend dargestellt. Ich bin fertig. Er hat doch schon Rollerkennzeichen. Optisch wäre das ganz cool. Toso. Ich möchte aufnehmen, was ich eben von den Mitarbeitern unserer Fraktion dazu gehört habe. Die H-Kennzeichen sind nicht das Problem in unserer Gesellschaft. Im Moment sind die Hakenzeichen das Problem in unserer Gesellschaft. Toso, so Wortwitze macht man nicht in der Öffentlichkeit. Dafür wird man hinterher Zitat der Woche. Im negativen Sinne. Ich spreche aus Erfahrung. Prost. Gut. Ja, aber das ist jetzt bei unseren Anträgen nicht besser, wenn man das so... Ist egal. Länderwende. So, kommen wir. Ich frage nochmal, gibt es jemanden, der noch was zu den beiden Tagesordnungen Mittwoch, Donnerstag? Nein? Gut, dann kommen wir jetzt zu Top 7. Wahl eines Mitglieds des Vorstands. Das haben wir geschoben. Jetzt haben wir unter einer Stunde gebraucht für die Tagesordnungspunkte bisher. Der Grumpy sitzt so auf heißen Kohlen und möchte was sagen. Ich wollte gerade fragen, ob wir dann noch eben den Entschließungsantrag von Joachim, den ich zwischenzeitlich rumgeschickt habe, auch nochmal an alle. Ich würde sagen, wir machen in der Wahl ja eine Pause, dann haben alle Leute Zeit, eine Zigarette zu rauchen, sich den Antrag anzugucken und danach ziehen wir den wieder rein. Okay. Thema Kandidaturen, da ihr das geschoben hattet, bitte? Okay, weil soweit, es kann ja noch sein, dass noch neue Namen dazukommen, dann würden wir halt gleich eben den Zettel dann oben erzeugen, deswegen allein dafür müssten wir halt eine Unterbrechung ansetzen. Gut, dann machen wir das jetzt so, wie wir es immer machen. Alle stehen auf der Kandidatenliste, die hier anwesend sind. Und wir gehen jetzt einmal im Kreis. Bitte.
Ich bin stellvertretend Olaf an dieser Stelle, weil Olaf gerade nicht zugegen sein kann, denn er würde auch gerne kandidieren. Ich kann da stellvertretend auch für ihn sprechen, weil er sich gerade in einem Gespräch in einer anderen Fraktion in diesem Hause befindet. Er bat mich im Vorfeld darum. Okay. Gut, wir gehen einmal im Kreis. Dirk, nein. Toso? Stefan? Nein. Gib mal. Moni? Nein. Lukas? Nein. Joachim? Nein. Nico? Ja, euch überspringe ich, ist ja wohl klar. Wieso? Ja, weiß ich auch nicht. Doppelfunktion. Olli? Nein. Daniel? Nein. Okay. Dann haben wir zwei Kandidaten, den Olaf und den Toso. Liebe Mitarbeiter, die ihr das gerade mitbekommt, dann machen wir das jetzt so. Zur Vorbereitung machen wir eine Pause von, was brauchen wir, 10 Minuten, Viertelstunde? Viertelstunde. Um 17:05 treffen wir uns wieder hier und machen das mit dieser Wahl. Da ist der Toso. Da müssen wir jetzt nicht mehr auf ihn warten. Schaffst aber einen halben Tag Parteitag mit. Dann wiederhole ich jetzt nochmal. Es gibt den Wunsch nach einer Vorstellung der Kandidaten. Der Olaf hat dann jetzt tatsächlich das Wort. Der nicht bekannte Kandidat hat tatsächlich das Wort. Ja, also, genau. Ich bin Olaf Wichner. Ja. Echt jetzt? Ja, genau. Ne? Ne? Mitglied im Landtag, Piratenfraktion. Nee, also. Frage hier, Vorstellung. Das ist ja sicherlich mehr mit gemeint, warum ich in den Vorstand will und warum ich mich da für den Job geeignet sehe. Vor allem sehe ich mich deswegen zu dem Job geeignet, wenn man sich mal anguckt, ich habe eigentlich mit einigen Leuten vielleicht doch schon so ein bisschen hin und wieder Zoff, aber zudem findet sich von dem nichts oder gar nichts in irgendwelchen öffentlichen Listen. Ich habe das immer versucht, nicht öffentlich zu halten, wenn ich Meinungsverschiedenheiten hatte. Bin an der Stelle relativ ruhig, ich würde sagen, besonnen. Was vielleicht manchmal dazu führt, dass ich unter Umständen, ist direkt der Nachteil dabei, dass ich manchmal vielleicht ein bisschen lange brauche, bis ich mich entschieden habe. Dadurch könnte es auch schon mal passieren, dass irgendwann ich mich dadurch, dass ich mich nicht entschieden habe. Aber aufgrund der Hektik, die hier allgemein in der Fraktion herrscht und auch die Aggressivität, die hier da ist, der ich auch nicht unbedingt sagen kann, dass ich da nicht zum Teil mit zu beitrage, ist es aber vielleicht doch manchmal ganz eher dieses Manko hinzunehmen, als das Manko in Kauf zu nehmen, zu schnell zu reagieren. Ich beschäftige mich heutzutage in seinem letzten Jahr fast ausschließlich um Kinderrechte. Das ist zwar jetzt durch die Problematik der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge noch mal eine ganze Ecke mehr geworden, als es eigentlich war. Trotzdem glaube ich, dass wenn die Aufgabenverteilungen hier in der Fraktion so bleiben, wie sie sind, und warum sollte man da jetzt im letzten Jahr noch ganz groß was dran ändern, dass ich die Zeit habe, dass ich noch eine ganze Menge Zeit frei habe, die ich für die Fraktion einsetzen kann. Und das würde ich gerne dann eben jetzt im Vorstand tun, um noch im letzten Jahr, sagen wir mal so, mit anderen versuchen, die Karre noch aus dem Dreck zu ziehen, um es mal etwas bildlich darzustellen. So viel zu mir. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, habe ich ja schon gehört, irgendwie wolltet ihr ja grillen. Bitte, ich beantworte natürlich alles, aber ich schätze mal, dass sich jetzt erstmal Toso vorstellt und das wird dann zusammengegrillt werden. Der Toso. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Thorsten Sommer. Ich darf für die Fraktion in den Ausschüssen für Arbeit, Gesundheit, Soziales arbeiten, im Hauptausschuss und im Kommunalausschuss und in der Verfassungskommission. Es gibt ja auch Leute im Stream, die uns hier die letzten 3,5 Jahre noch nicht komplett verfolgt haben. Ich habe einmal schon im Fraktionsvorstand mitgearbeitet. Ich kann das gerne wieder tun. Zeitlich wird das natürlich relativ eng. Allerdings wird ja so oder so die Verfassungskommission demnächst wegfallen.
Von daher stehe ich für Fragen natürlich gerne zur Verfügung. Ansonsten würde ich Olaf aber auch unterstützen. Gibt es Fragen an die Kandidaten? Wenn du jetzt fragst, was der größte Fehler auf Landesebene war, oder wie er zu Stuttgart 21 steht. Was war der größte Fehler auf Landesebene? Warte, bevor der auch noch drauf kommt, was waren eure größten Fails auf kommunaler Ebene? Meiner ist klar, das war die Nichtzulassung der... Na, egal. Was wollte ich sagen? Ich wollte fragen, für welchen Bereich ihr oder was könnte euer Tätigkeitsbereich im Vorstand sein? Gäbe es irgendein Thema, irgendeinen Arbeitsbereich, dem ihr euch besonders zuwenden würdet oder seid ihr quasi einfach das fünfte Mitglied im Vorstand? Kann ich ganz klar sagen. Da ich dort in einen Vorstand reinkomme, der schon arbeitet, wo der auch schon seine Struktur hat, der auch schon seine Aufgabenaufteilung hat, könnte ich jetzt höchstens was von Wünschen sagen, aber das ist eigentlich völlig irrelevant an der Stelle, weil ich mich dort, ja, wenn du so sagen willst, denn der fünfte wäre, nee, ich würde die Aufgaben übernehmen, die dort jetzt frei geworden sind durch Simone, es sei denn, im Vorstand wird was anderes nochmal jetzt beschlossen, die Aufgaben werden anders verteilt. An der Stelle bin ich, sage ich mal, nicht relativ, sondern eigentlich völlig wunschfrei. Also ich habe da nicht an der Stelle wirklich die Sache, wo ich jetzt sagen kann, das will ich machen, weil es auch einfach nicht praktikabel wäre zum derzeitigen Zeitpunkt. Das kann man machen, wenn ein neuer Vorstand gewählt wird, komplett, dass man sich dann für bestimmte Aufgabenbereiche bewirbt. Ansonsten finde ich die Aufgabenbereiche, die Simone bis jetzt gemacht hat. Ja, halbwegs ähnlich. Man spricht sich halt ab in einem vorhandenen Team und gut ist, ich glaube nicht, dass es unbedingt sinnvoll ist, wenn man die Aufgaben eins zu eins so übernimmt, wie das zurzeit der Fall gewesen ist, weil man ja durchaus auch sehen muss, wie kann man jeden Einzelnen am besten einsetzen. Ich würde mich wahrscheinlich verstärkt um Veranstaltungen zum Beispiel kümmern, weil es einfach Sinn macht. Aber das wäre halt eine Absprachegeschichte, wie in jeder Gruppe. Würdet ihr auch, wenn es erneut zu einer Wahl des Vorstandes kommt, ich nehme einfach mal an, es gibt nochmal eine Gesamtvorstandswahl nach unseren Regeln, noch einmal dort antreten, an beide, und zwar sowohl, wenn ihr jetzt in den Vorstand kommt, als auch wenn ihr jetzt nicht in den Vorstand kommt, weil irgendwie haben wir ja nur einen Posten. Mache ich jetzt mal umgekehrt. Ich würde Stand heute das durchaus genauso machen, wie jetzt auch, und mich zur Verfügung stellen. Allerdings, keiner von uns weiß, was in den nächsten paar Monaten passiert. Also von daher, eine hundertprozentige Zusage kann keiner von uns geben. Im Prinzip das Gleiche. Also Zukunftsaussagen sind entweder trivial oder falsch. Also von daher weiß ich nicht die Umstände. Für den Fall der Fälle, dass dort zum Beispiel für sich weniger Kandidaten geben als Vorstandsposten da sind, auf jeden Fall. Oder kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen. Für den Fall der Fälle, dass es so viele Kandidaten oder mehr Kandidaten gibt, wie Vorstandsposten da sind, hängt es unter Umständen von den Kandidaten ab, die dort sind, ob ich mich zur Verfügung stelle. Jetzt im Sinne, dass ich diesmal nicht gewählt werde. Und für den Fall, dass ich diesmal gewählt werde, gehe ich davon aus, dass ich mich nochmal zur Verfügung stelle. Das hat was damit zu tun, dass es sonst ein bisschen blödsinnig ist, da jetzt für ein paar Wochen oder für ein paar Monate reinspringen zu wollen. Sondern dann sollte auch wirklich die Kontinuität meiner Meinung nach bis zum Ende der Legislaturperiode da halbwegs gewahrt bleiben. Ja, danke. Das wird ja hier jetzt so von Wahl zum Vorstand gesprochen. Das ist ja Wahl eines stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden.
in dieser Eigenschaft gibt es natürlich klar auch Aufgaben, auch Vertretungsaufgaben, natürlich auch Repräsentanzaufgaben, die zu jeder Tages- und Nachtzeit unter Umständen stattfinden müssen, auch in Ferienzeiten etc. pp. Wie sieht es da mit eurer Verfügbarkeit aus? A, und vor allen Dingen auch mit, ja, ich mache das durchaus in Richtung auf dich, Toso, die Fragestellung, wie sieht es mit der Verfügbarkeit an Montagen aus? Ich frage dieses deshalb, weil montags in der Regel der Vorstandstag ist. Zeit habe ich, wenn du jetzt ganz klar nach dem Montag fragst, montags habe ich auch keine laufenden Verpflichtungen, sodass ich sagen könnte, ich kann montags nicht. Ansonsten bin ich verdammt flexibel. Die Sache ist mit meiner Frau ehrlich gesagt abgesprochen. Das heißt, die Mehrzeit oder die Zeit, die ihr dadurch flöten geht, mit mir zu verbringen, damit hat sie sich schon abgefunden, mehr oder weniger für den Fall, dass ich gewählt werde. Möchte ich nicht drauf eingehen. Das ist das mit dieser Privatsphäre, glaube ich. Egal. Selbstverständlich ändert sich mein Terminkalender dadurch von den Voraussetzungen nicht. Ich habe zwei andere ständige Termine oder oftmals stattfindende Termine. Einer davon fällt spätestens Ende Mai, ja Anfang Mai, ja, werden wir sehen, auf jeden Fall um den Dreh weg. Ansonsten ist der Montag schon ganz gut ausgebucht, ja. Aber die Diskussion hatten wir bei den KACs schon, also bei den Kernarbeitskreisen. Wo übrigens immer noch der Mammelzugang. Ach, schon gut. Der Nico. Ja, an Olaf ist jetzt eine Eventualfrage, sage ich jetzt mal, will ich es mal so beschreiben. Gegebenenfalls Wahl heute. Wie gehst du ab nächster Woche mit der Doppelbelastung Vizepräsidentschaft und Vorstand um? Machtkonzentration. Das Amt des Vizepräsidenten nicht annehmen. Nehmen die Wahl nicht an, weil ja, ja. Ich würde die Wahl am Mittwoch nicht annehmen. Nein, bitte. Quatsch. Eine wirkliche Doppelbelastung. Ja, eine Doppelbelastung sehe ich nicht in dem Sinne von wegen doppelt. Das hat ja immer, hört sich immer so ein bisschen wie an, auch gegenseitig auffressen, die Belastung. Es ist unter Umständen wegen der Zeit. Sache, ja, ich werde mir ein ganz gutes Zeitmanagement zulegen müssen, damit ich die Sachen dann unter Umständen auf die Reihe kriege, wenn beides eintreffen sollte. Sehe ich aber als, was ist das, der fünfte Vizepräsident jetzt auch nicht so sehr die Wahnsinnsschwierigkeiten drin, das zeitlich unter einen Hut zu bekommen. Und das ist eigentlich die Sache, ja, es ist ja mehr ein Zeitdruck da und nicht unbedingt jetzt so, dass man in der Zeit unheimlich viel als Vizepräsident erarbeiten müsste oder so. Wann sind die Termine der Vizepräsidenten? Ich will das wohl nicht stehen lassen. Bitte. Ich weiß jetzt gar nicht, also ich habe jetzt keine Frage, sonst muss ich diesen Scheißhaustrick machen, den da alle im Parlament machen. Also würdet ihr zur Kenntnis nehmen wollen? Nein, was ich eigentlich sage, ich will da nur ein Stück weit entgegen oder gegenreden, Olaf. Ich mag natürlich nicht in meine Glaskugel konkrete Ergebnisse erkennen können, wie du als vierter Vizepräsident in dieser Präsidiumsgeschichte angenommen werden wirst. Wie auch immer, also das wäre Spekulation. Aus meiner Erkenntnis in der Vergangenheit ist da stehen halt schon eine ganze Menge Termine an. Zumindest dann, wenn man den Job halt ernsthaft eben machen will, da sind halt eine ganze Menge repräsentative Termine, zu denen eigentlich ja die Präsidentin eingeladen wird, die sie aber aus der Natur heraus schon einfach gar nicht wahrnehmen kann. Also man darf das nicht unterschätzen, gleichwohl im Ergebnis
das Ergebnis teile ich. Und das war ja auch seinerzeit durchaus schon mal ein Gedanke, den wir ja hier in der Fraktion oder zumindest auch im Fraktionsvorstand hatten. Es wäre schon durchaus sinnvoll, wenn der die Vizepräsidentin, Vizepräsident auch gleichzeitig hier im Fraktionsvorstand wäre. Also das macht durchaus Sinn. Ich glaube, das kann man auch miteinander vereinbaren. Das größte Problem, was ich eigentlich da momentan sehe, ist eher, ich vermute, das wird vielleicht nichts mit der Vizepräsidentschaftswahl. Aber man weiß ja nicht. Die Hochrechnung, ich kenne die aktuellen Ergebnisse halt nicht. Ja, Pferde kotzen, Apotheke, ja. Gut. Weitere Anmerkungen oder Nachfragen? Das ist nicht der Fall, dann kommen wir jetzt zur Wahl. Wie ihr wisst, gibt es Wahlzettel, da stehen zwei Namen drauf. Ihr dürft kein Kreuz, ein Kreuz oder zwei Kreuze machen. Wahlverfahren durch Zustimmung. Hat jemand Fragen zum Wahlverfahren? Das ist nicht der Fall, dann beginnen wir jetzt mit der Wahl. Zeigst du uns mal die leere Urne, bitte. So, ja, Sascha ist übrigens unser Wahlhelfer. Ich glaube, der Lukas redet nicht über die Wahl. Die leere Wahlurne wurde gezeigt, darf sie jetzt bitte geschlossen werden und die Wahlzettel werden verteilt und dann könnt ihr wählen. Ich glaube, zur Wahl spielen wir schöne Musik ein. Lieber Stream, viel Spaß mit der Musik, bis gleich. Wenn keiner mehr wählen will, dann bitte jetzt auszählen. Die Wahl ist geschlossen. Tut Dinge. Moni, deine persönliche Erklärung. Die Rettung ist. Wir haben eine Mail von Masch, der braucht dringend eine Info. Das wollte ich hier mal eben in die Runde. Ja, dann. Wenn du was sagen möchtest, sag es mit dem Mikro. Ich habe das einfach die ganze Zeit auf. Dann. Der Masch hat uns eine Mail geschrieben, dass er in Wuppertal steht und ein Bürger steht da und er möchte gerne wissen, wann der Gesetzentwurf zur Besoldungsanpassung im Plenum verabschiedet wird. Man muss mal gucken. Ich hatte auf den Dietmar gewartet, ja. Und als er nicht kam, sagte ich, ich frage mal in die Runde, aber eigentlich müsste der Dietmar das wissen. Müsste ich jetzt aber auch nachgucken, muss ich aber auch nachgucken. Dann guckt der Dietmar das jetzt nach und wir beantworten diese Frage gleich. Beantworten wir gleich, nur auch nochmal für den Stream, wir sind dabei, das zu recherchieren. Lieber Stream, wir recherchieren das gerade. Wer wollte hier noch 2 Minuten Pause haben, damit er was sagen kann? Irgendwie hatten wir doch gerade... Braucht ihr irgendwie oder können wir weitermachen mit irgendwie einem Sonstigen oder so? Mit anderen weitermachen. Gut, dann schlage ich Folgendes vor, um Zeit zu sparen. Nico, du warst doch auf Idomeni. Möchtest du vielleicht 5 Minuten was dazu sagen? Perfekt, dann machen wir das doch jetzt. Ja, vielen, vielen Dank für das Stichwort. Die Fraktion hat mich dankenswerterweise letzte Woche nach Idomeni geschickt zu einer Informationsfahrt, weil ich hatte darum gebeten, mir vor Ort ein Bild machen zu können. Der Gipfel zwischen der EU und der Türkei stand halt an und die Lage in Idomeni wurde in den vergangenen Wochen schon immer prekärer. Idomeni ist jetzt erst in den letzten Tagen richtig groß in die Presse gekommen, aber tatsächlich ist es so, dass Ärzte ohne Grenzen dieses Lager, bei diesem Lager schon seit circa einem Jahr aktiv sind. Aktiv ist einerseits untertrieben. Es sind im Moment dort 170 Helfer, Ehrenamtliche am Werk. Und Doctors Without Borders, also Ärzte ohne Grenzen, beschränkt sich da nicht auf die medizinische und psychische Versorgung von Flüchtlingen, sondern kümmert sich eigentlich um alles Grundlegende. Das ist eigentlich der Skandal, der bislang viel zu wenig thematisiert wird in der Öffentlichkeit, dass keine Regierungsorganisation, keine staatliche Stelle hier vor Ort ist. Also weder Griechenland oder die Bezirksregierung dort, noch die EU oder UN oder irgendwer kümmert sich hier um diese Menschen. Und alles, was dort passiert, passiert allein und ausschließlich auf Privatinitiative mit privaten Spendengeldern. Also nicht nur so, dass dort keine Organisation von staatlicher Seite vor Ort ist,
es wird auch nichts dort finanziert, also noch nicht mal Gelder gibt man dorthin. Und der Unterhalt des Lagers kostet Ärzte ohne Grenzen pro Tag 50.000 Euro. Es werden dort 10.000 bis 14.000 Essensrationen ausgegeben. Daran orientiert sich auch die Aussage, wie groß das Lager ist, weil letztlich nachvollziehen kann man das genau nicht, weil es eben ein riesiges Chaos ist, was dort herrscht. Es fehlen Strukturen und ich kann auch verstehen, warum Ärzte ohne Grenzen sich weigert, hier einzuspringen. Und erstens ist es nicht deren Aufgabe. Ich weiß nicht, ob sie dafür auch noch die Kapazitäten hätten. Aber sie lehnen es natürlich auch ab, hier in die Verantwortung genommen zu werden, um dann eventuell, wenn irgendwas schief geht, an Pranger zu landen, nur weil sie sich engagiert haben. Sie tun viel. Für die Menschen vor Ort leider ist dies noch viel zu wenig, weil ihr habt die Bilder gesehen. Wir haben jetzt die Wintermonate hinter uns. Es ist noch winterlich kalt in Idomeni zurzeit und die Menschen haben mit diesen heftigen Regenfällen zu kämpfen. Am zweiten Tag, als ich da war, kam nachts ein Gewitter mit einem riesen Wolkenbruch und verwandelte dieses Feld, auf dem die Menschen dort zelten, in einfachen Wurfzelten meistens, verwandelt das in eine einzige Schlammwüste. Es gibt einige Großzelte, die werden von Ärzte ohne Grenzen bereitgestellt, errichtet. Die reichen aber bei Weitem nicht aus. In ein so ein Zelt passen circa 200 Menschen. Dort sind Doppelstockbetten untergebracht, wo die Menschen halt auf engstem Raum dann hausen. Ein Großteil der Menschen passt aber nicht in diese Großzelte, sondern muss tatsächlich in sehr einfachen Zelten dort fristen, was erhebliche Folgeprobleme natürlich nach sich zieht. Die Nässe, die Kälte, es bietet keinen wirklichen Witterungsschutz und die einfachsten Bedürfnisse können die Menschen dort nicht befriedigen. Also die Klamotten sind quitschnass, die Leute suchen händeringend nach Möglichkeiten, ihre Klamotten zu trocknen. Die einzige, da werden über die Grenzzäune werden dort Klamotten gehängt, an irgendwelche Bäume wird versucht, Sachen zu trocknen und man behilft sich dann damit, dass man so eine kleine Feuerstelle vor einem Zelt hat, wo man Brennholz dann anzündet, das in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen angeliefert wird, von Freiwilligen auch oder aus der Umgebung, was dazu führt, dieses Lager ist in eine riesen Rauchwolke gehüllt. Also wenn man sich da ein, zwei Stunden aufgehalten hat, dann stinkt man auch unweigerlich nach Rauch. Und das ganze Lager ist durchzogen von Rauch und ständigen Husten, Weinen. Es ist eine sehr deprimierende Stimmungslage dort vor Ort und es ist einfach eine Schande, die dort im europäischen Namen passiert, wo tatenlos zugeguckt wird und eben dieses Staatsversagen, was dort auch wieder zum Vorschein kommt, das findet in den Medien, in den Nachrichten überhaupt nicht statt. Davon hört man in der Tagesschau nichts. Das ist eben das Schändliche an dieser Situation und da müsste viel, viel mehr geschehen. Aber es passiert absichtlich nicht, weil jetzt im Nachgang zu diesem Gipfel mit diesem Deal mit der Türkei zu Lasten der Flüchtlinge setzt man eben genau auf diese Bilder. Man will diese Bilder produzieren, in die Welt schicken, die den Menschen in der Welt im Nahen Osten sagen soll, bleibt weg, hier kriegt er gar nichts, hier kriegt er Schlamm und ihr könnt hier im Schlamm versinken und von uns aus verrecken. Und ich habe dieses Bild gesehen mit dem Neugeborenen und ich habe mich schwer getan, ich habe auch Bildmaterial gemacht, ich habe ja auch ein bisschen was getwittert. Ich habe mich schwer getan, dort Bilder zu produzieren und da gegebenenfalls auf Menschen in Notlagen draufzuhalten. Manchmal muss man eine Situation auch dokumentieren,
Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich immer bemüht, wenn ich Personen in die Linse genommen habe, in den Fokus genommen habe, dann geschah das im Einvernehmen. Und dieses Bild mit dem Baby, das hat viele beeindruckt. Und mir ist es aber eigentlich noch zu hoffnungsvoll, weil es war auch überschrieben, das Leben geht weiter oder so. Ja? Oder auch hier entsteht Leben. Ich will nicht wissen, wie viele Kinder in der Zeit gestorben sind, wie viele Neugeborene gestorben sind dort. Und ich kann nicht mal eine Hand dafür ins Feuer legen, aber es wäre ein absolutes Unding, wenn es dort keine Toten gegeben hätte. Und davon erfährt man eigentlich nichts. Davon erfährt man nur unter vorgehaltener Hand und gerüchteweise, weil sich keiner traut, dort das anzuprangern, was dort passiert. Weil was bekannt ist, wenn es mal Proteste gibt, die habe ich auch dokumentiert, dann ist das immer mit dem Risiko verbunden, von Sicherheitsbehörden drangsaliert zu werden und Repressionen zu erfahren. Und ein Fall ist auch dort bekannt. Ein Redelsführer, der wurde dann, nachdem es dort Proteste gab, zu der auserwählten Gruppe ernannt, die einmal am Tag dann durchgelassen werden über die Grenze. Der ist dann aber auf mazedonischer Seite von Sicherheitskräften zusammengeschlagen worden. Dem wurden die Knochen gebrochen, krankenhausreif geschlagen, ist dann wieder zurückgekommen, wieder zurück nach Griechenland. Und dient er dann sozusagen als abschreckendes Beispiel. Und da hat man an so einem Menschen dann einfach mal ein Exempel statuiert, was passiert, wenn man sich dort zu sehr nach vorne traut und den Mund aufmacht. Also für mich waren das sicherlich sehr, sehr beeindruckende Momente, sehr prägende Momente, nicht schön. Und ich bin auch noch dabei, das Material aufzuarbeiten, was ich da gemacht habe, und werde das jetzt auch zeitnah rausbringen. Damit möchte ich es hier an der Stelle erstmal bewenden lassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, schwierig nach so einem Beitrag irgendwie weiterzumachen, aber egal. Olaf Diepmar. Genau, deswegen will ich vielleicht jetzt genau an der Stelle vielleicht sogar noch mit einer ganz anderen Sache weitermachen. Vor allem trifft sich das auch ganz gut, weil wir heute in Wuppertal sind und da wurde ich gebeten, auch einmal in die Kamera zu winken, was ich jetzt hiermit getan habe. Hast du auch mal hier gegrüßt? Ja. Hiermit grüße ich auch meine Tante Erna. Genau. Aber ja, ich wollte, es ist eigentlich jetzt vielleicht ein bisschen falsch gewesen, das jetzt hier an der Stelle zu machen, weil es ist eigentlich zu ernst, auch das Thema, was ich jetzt noch ansprechen möchte, ist nämlich genau in dem Punkt. Wer auf der KVT war oder so, der wird es mitbekommen haben. Es gibt in Wuppertal eine Gruppe, die nennt sich Cars of Hopes oder Cars of Hope Wuppertal. So ist auch die Internetseite zu finden. Die werden am nächsten Wochenende, an verschiedenen Tagen, weil die Gruppe aus mehreren Leuten besteht. Die letzten werden Dienstag nächster Woche, also genau in einer Woche fahren. Die ersten werden schon am Freitag fahren, und zwar nach Idomeni und dort helfen. Das heißt, deren Intention ist, so viel Geld wie möglich mitzunehmen, um dort unten Lebensmittel, Wasser, was auch immer, was die Leute dort brauchen, aufzutreiben und es an die Leute dort zu verteilen. Die Gruppe ist schon mal letztes Jahr gefahren. Damals letztes Jahr ist sie auf die Balkanroute gefahren, hat dort Leute in Serbien, Kroatien und Mazedonien unterstützt. Also auch auf die Art, indem sie dahin gefahren sind. Damals haben sie noch Sachen mitgenommen. Jetzt nach Griechenland wollen sie selber keine Sachen mitnehmen, sondern mit einem Flugzeug fliegen, da unten ein Auto mieten und das so organisieren und die Sachen dort unten kaufen. Und deswegen sage ich das gerade hier an der Stelle, weil es eben nochmal passt. Es wird Geld gebraucht, es gibt eine Crowdfunding-Aktion. Wer das Geld von der Steuer absetzen will, überweist es bitte auf die Kontos, die auf der Webseite von dieser Gruppe sind. Und wer jetzt wirklich möchte, es gibt Tweets dazu, auch zum Teil hier zumindest hier aus dem Umkreis der Fraktion. Und Cars of Hope
Wuppertal eingeben auf Google und schon kommt man auf deren Seite, wo alle weiteren Konditionen stehen. Man kann auch ganz einfach per PayPal Geld überweisen, das ist dann allerdings leider nicht von der Steuer absetzbar. Das muss dann jeder selber wissen, wie er das dort macht. Möchte ich noch mal darauf hingewiesen haben auf diese Aktion und bitten, dort sich doch zu beteiligen. Vielen Dank. Dietmar. Auch wenn die Problematik hier im Landtag offenbar auch beinhaltet, Fragen zu klären, ob Abgeordnete auch mit Menschen von außerhalb dieses Landtags kommunizieren können, tue ich das. Ich grüße auch mal alle unsere treuen Zuseher und Zuseherinnen. Danke, Nico, für den Bericht. Wahrscheinlich könntest du noch eine Stunde dranhängen, um das, deine Eindrücke noch intensiver zu vermitteln. Danke jedenfalls dafür. Und es zeigt umso mehr auf, dass auch wir hier im Landtag einen notwendigen Beitrag teilweise jedenfalls leisten, Problematiken, zumindest hier in unserem begrenzten Bereich Nordrhein-Westfalen, anzugehen durch Anträge und Initiativen im Bereich der Flüchtlingspolitik und dass wir bisher eigentlich alles richtig gemacht haben, aber vielleicht noch einen draufsetzen können, um noch mehr den Finger in die Wunden zu legen derjenigen, die hier letztendlich dieses Staatsversagen zu verantworten haben. Ein Gruß auch nochmal jetzt nach Wuppertal, um den Schwenk zu machen in die Ist-Zeit unseres Landtags und die Situation vor Ort. Nee, war doch Wuppertal, ne? In Wuppertal. K-Office, die Frage des Bürgers bezüglich der Änderung der Dienst- und Versorgungsbezüge. Da muss ich sagen, dieses Gesetz ist bereits verabschiedet worden, nämlich in zweiter Lesung in diesem Landtag am 12.12.2015 und ist veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen Nummer 46, veröffentlicht am 18. Dezember. Ich glaube, damit ist die Frage, wann das verabschiedet wird. In Kraft getreten am 1.1. Ja, 1.1. genau. Das wäre es, glaube ich. Ich denke nicht, dass ich jetzt die Inhalte noch vortrage. Nein, jedenfalls bitte nicht. Wir sind auch gar nicht bei dem Tagesordnungspunkt oder so ähnlich. Ja. Noch jemand zu dem Vortrag von Nico? Gut, dann schließen wir das ab, kommen zurück zu unserem Tagesordnungspunkt. Entschuldigung, nee, ich muss noch mal korrigieren. Nicht 1.1. Das Gesetz tritt rückwirkend in Kraft am 1. Juni 2015. Okay. Nein, wir sind gar nicht beim Top Sonstiges. Da kommen wir gleich hin. Wir haben nur einen kurzen Schwenk gemacht, um die Zeit zu überbrücken und gut auszunutzen. Habemus Papam. Ja, das passt. Okay, wir haben ein Wahlergebnis. Wir haben 15 ausgegebene Wahlzettel. 15 sind wieder zurückgekommen. Es gibt 2 Enthaltungen, das heißt Wahlzettel mit ohne Kreuz. Es entfielen auf Toso 7 und auf Olaf 8 Stimmen. 8 sind ein halber mehr als die Hälfte. Das heißt, das Quorum ist erreicht und damit hat der Olaf die notwendige Mehrheit. Frage der Form halber, Olaf, nimmst du diese Wahl an? Mit ohne Mikro. Er hat die Wahl angenommen, wir haben es alle gehört. Perfekt. Gut. Dann machen wir weiter bei. Wollen wir Blumensträuße überreichen? Olaf, brauchst du einen Blumenstrauß? Ich gehe gleich pflücken für dich. Okay. Gut. Dann kommen wir zu Top 8. Abstimmung der großen Anfrage. Joachim. Ich habe das gestern noch rumgeschickt als PDF. Irgendwie die alte Doc-Version hat Banned Content ausgelöst bei unserem Server. Gibt es dazu noch Fragen? Ich habe gestern terminlich mit dem Markt durchgesprochen, wie wir es machen wollen. Wir würden jetzt einen Vorratsbeschluss fassen und das Ding am ersten Montag nach den Osterferien, nach Beendigung der vorlesungsfreien Zeit, veröffentlichen.
beziehungsweise einreichen beim Landtag zunächst mal. Der Landtag muss es dann veröffentlichen. Und ich warte noch auf ein paar Rückmeldungen, jetzt nicht nur von euch, sondern auch von den Zulieferern, ob noch irgendwas auffällt, weil das Ding ist ja nun wirklich kein leichtes Ei. Und bitte also die Fraktion um Zustimmung. Beziehungsweise gibt es noch Fragen? Olli. Ich will gar nicht so weit inhaltlich da eingehen. Das Querlesen auch des endgültigen Antrags, was ich tatsächlich outgesourced habe, aber hat jetzt keine Sachen zustande gebracht, wo jetzt Fragen nötig wären. Allein, wenn man das allererste Mal drauf guckt, fällt einem so ein Titel auf, der ein prima erster Satz in der Einleitung ist. Ich würde vorschlagen, was aber, glaube ich, der Abstimmung nicht im Wege steht, da noch einen kurzen, prägnanten Titel drüber zu setzen. Gut. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ich kann mir da noch was einfallen lassen. Olli, danke für die Anregung. Ich wollte einen Titel ohne Schaum vor dem Mund, der umfassend sagt, worum es in dieser Anfrage geht. Daraus ist dann ein klassischer Unionstitel geworden, gebe ich zu. Ja. Ist ja cool. Ich bin irgendwie automatisch dran, wenn keiner dran ist. Nur manchmal nicht, dann sind Leute dran. Egal. Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema? Nee, da sind noch ein Kopfkratzen. Joachim. Ich hätte noch eine zu machen. Es gibt ja zwei Modi, das Ding einzureichen. Als große Anfrage der ganzen Fraktion. Oder es reichen ja in der Regel auch 7 Abgeordnete. Ich will dann nur noch mal zum Ausdruck bringen, mich würde es freuen, wenn die Fraktion als Ganzes das Ding einreichen würde. Anders habe ich es nicht verstanden, weil da ja eine Abstimmung steht. Das Alternativ. Das heißt, beantragt ist diese Abstimmung als große Anfrage, diese Anfrage als große Anfrage der Fraktion zu stellen. So. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, käme ich jetzt zu eben dieser Abstimmung. Ja, ist jemand dagegen, dass wir diese große Anfrage so stellen, wie sie rumgeschickt wurde? Will sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir einstimmig so entschieden, dass wir die große Anfrage so einbringen. Vielen Dank für euer Vertrauen. Dann kommen wir jetzt zu Top 9. Top 9 ist eine Anfrage, die wir bekommen haben von den Piraten in Leverkusen. Da ist eine Mail gegangen an die, es geht um die Rheinbrücke, da ist eine Mail gegangen an die fachlich zuständigen Abgeordneten. Auf die nicht erfolgte Antwort ist eine Mail gegangen an die allgemeine Kontaktadresse der Fraktion. Und als da auch keine Antwort gekommen ist, bin ich nochmal persönlich angesprochen worden und wollte das jetzt einbringen. Es geht um Hilfe für die Leverkusener bei dem Thema. Im Grunde genommen geht es nur darum, dass sich jemand meldet und hiermit zusagt, dass er sich in den nächsten 2 Tagen, also Mittwoch, Donnerstag ist ja auf jeden Fall Zeit, zwischendurch mal mit der entsprechenden E-Mail auseinandersetzt. Ich würde die dann an diese Person weiterleiten. Um mehr geht es eigentlich nicht. Wer mag sich für die Rheinbrücke in Leverkusen zuständig fühlen? Eventuell habe ich was übersehen. Ich weiß das, Dietmar. Ich frage trotzdem. Es mag ja Gründe geben, dass die Mail nicht beantwortet wurde. Es geht um den Ausbau der Rheinbrücke A1 bei Leverkusen. Im Ausschuss war es nicht. Ist das jetzt eher der finanzielle Aspekt oder eher der Verkehrsaspekt? Nein, wahrscheinlich geht es um den Brückenaspekt. Das wird den Leverkusen dann egal sein. Olli. Also meine letzte Antwort zu einer entsprechenden Frage ist vom 2.3. Möglicherweise hat sich den richtigen erreicht, ich weiß es nicht. gut. Also schau mal. Ich habe tatsächlich eine Bitte. Ich find's sehr schade, wenn wir auf Anfragen nicht reagiert haben. Passiert aber aus unterschiedlichsten Gründen.
Möglicherweise ist dann auch meine Antwort vielleicht nicht angekommen. Man weiß es halt einfach nicht. Gibt es immer tausend Sachen. Aus meiner Sicht ist das aber nichts hier für die Fraktionssitzung. Also wenn wir das in der Fraktionssitzung besprechen wollen, dann bringe ich jeden Dienstag zu jeder Fraktionssitzung eine Handvoll solcher Fälle mit. Dabei, das wollen wir nicht. Lass uns das bilateral klären. Meinetwegen noch Mailingliste oder irgendwie sowas. Und wenn das alles gar nicht funktioniert, dann... Hat es ja nicht. Deswegen bringe ich es ja hier. Na, ich habe bisher auf der Mailingliste zum Beispiel dazu nichts gesehen. Also der Schritt ist ja dann zumindest nicht gemacht. Aber meine Bitte ist klar. Also das müssen wir irgendwie bilateral hinkriegen. Also es geht um jemanden, der die Machbarkeitsstudie, die Straßen-NRW veröffentlicht hat, durchgelesen, verstanden hat und dazu was sagen kann. Die Frage ist, wer kann das, wenn der Olli jetzt sagt, er hat da was übersehen? Auch das ist eine Antwort. Dann würde ich dir das jetzt geben, Olli, und dann wäre das Thema für mich auch schon erledigt. Also sollte nur ein kurzer Top zu dem Thema sein. Das können wir auch machen. Als kleine Anfrage weiterreichen. Ich leite das jetzt weiter und damit wäre für mich Top 9 erledigt, außer da möchte jemand noch etwas zu... Gut, dann kommen wir jetzt zum Top 10 Sonstiges. Der Hartmut möchte was im Bereich Sonstiges sagen. Ja, ich habe gestern Abend noch was rumgeschickt, aber wegen der Bedeutung würde ich das jetzt noch mal kurz erwähnen. Und zwar geht es um das Fraktionentreffen. Das hat vielleicht nicht jeder gelesen. Also es ist so, dass wir aus Schleswig-Holstein werden zwei Abgeordnete kommen, die haben bereits zugesagt. Aus dem Saarland wird einer kommen. Das ist jeweils dann ein Drittel der Fraktionsmitglieder. Und einer aus Berlin überlegt zu kommen. Also das ist schon mal wichtig zu wissen. Das heißt, wir werden dort nicht alleine sitzen als Fraktion. Das ist schon mal gewährleistet. Das Konzept, was Lara erarbeitet hat, ist den Fraktionen zugegangen. Und worum es jetzt geht, es wird ja nicht darum gehen, dass man sich da beim Kaffee und Kuchen zusammensetzt. Es wird sicherlich auch nicht darum gehen, dass man die ganzen Positionen nochmal durchdiskutiert. Die sind ja weitgehend klar. Sondern es wird darum gehen, dass man Positionen so formuliert, dass man interfraktionell eine Erklärung auch rausgeben kann. Denn es geht ein bisschen darum, ja auch ein Signal zu setzen, dass die Fraktionen da sind und dass die Fraktionen auch Arbeit leisten. Und es geht darum, parlamentarische Arbeiten vielleicht aufeinander abzustimmen. Das muss vorbereitet werden. Das wird man nicht an dem Tag machen können. Und deswegen die Bitte von der Lara, wer wird die einzelnen Positionen, es gibt ja vier, die in dem Konzept drin stehen, es kann vielleicht noch eine fünfte dazukommen, aber es wird begrenzt sein müssen, vielleicht maximal sechs. Aber Ihre Frage ist, wer wird für die Positionen aus der Fraktion in dieser Sitzung berichten und auch das Ganze mit vorbereiten noch? Das ist Ihre Frage gewesen, die würde ich gerne hier weitergeben. Da ich nicht genau weiß, welche Themen dann letztendlich da sind, brauchen wir zumindest erstmal die feststehenden Themen, um zu wissen, wer fährt da sinnvollerweise hin. Vielleicht kannst du die vier feststehenden noch einmal aufrufen und sagen, welche denn überhaupt noch in der Diskussion stehen, wenn du das weißt. Das ist rumgeschickt und zwar mit dem Beschluss des Fraktionentreffens ist das Papier, also das Konzept mit als Information rausgegangen. Ist das denn damit, ist dann der Deckel da drauf? Das ist jetzt der Stand. Das ist der Stand, der erweitert werden kann, aber es ist nur ein Stand. Vielleicht kann Grampi noch ein bisschen was dazu sagen. Also es ist ganz einfach so, dass wir gesagt haben, mit einem komplett leeren, Fishbowl-mäßigen oder so, haben wir nicht für so zielführend erachtet, deswegen haben wir ganz einfach mal ein paar Top-Themen gesetzt. Nichtsdestotrotz ist es ganz einfach so, dass wir diese Themenbereiche, wenn wir jetzt halt sagen, dann möchte ich euch bitten, dass ihr da alle nochmal reinguckt, weil zugeschickt haben wir es. Ihr euch das jetzt überlegt, wir müssen das jetzt hier nicht in epischer Breite durchdiskutieren, Punkt für Punkt. Dass ihr euch dann nochmal überlegt, ob das tatsächlich in euren Augen was ist oder dass ihr sagt, nein Quatsch, da und da, da könnten wir doch viel besser dieses oder jedes Thema setzen, aber dann müssen wir das auch wirklich entsprechend noch mit vor- und ausarbeiten. Es ist tatsächlich, sage ich mal, es ist nicht in Stein, es ist in Seife gemeißelt. Aber vielleicht sollten wir sie nicht komplett rundlutschen. Seht es als Leitfaden. Ich bin immer ein großer Freund von Leitfaden und nicht von Korsetten. Ansonsten bin ich für Änderungsvorschläge auch gerne noch zu haben. Gut. Weitere Nachfragen, Ideen, Vorschläge, Antworten? Das ist nicht der Fall. Gibt es sonst noch etwas im Bereich Sonstiges?
Gut, das ist nicht der Fall. Dann schließen wir hier mit dem öffentlichen Teil. Ich verabschiede mich bei Wuppertal. Wenn ihr wollt, könnt ihr alle nochmal in die Kamera winken. Nur wenn ihr wollt natürlich. Ja, tschüss Wuppertal, auf Wiedersehen Stream, bis zur nächsten Woche. Wir machen jetzt weiter mit dem fraktionsöffentlichen Teil.